Seit einigen Tagen gibt es eine neue Rom-Com auf Netflix anzusehen und damit geht es hier jetzt um Alles Gute kommt von oben. Erica arbeitet für eine Kongressabgeordnete und während zu Weihnachten nahezu jeder die besinnlichen Tage mit der Familie verbringt, soll Erica nun im Auftrag ihrer Chefin einen Luftwaffenstützpunkt im pazifischen Guam aufsuchen, um dort Einsparmaßnahmen zu ermitteln, die eine Schließung des Stützpunktes rechtfertigen würden. Da ist die besinnliche Planung also dahin und die effiziente Erica sitzt im Flieger, wohl wissend, dass dieser Auftrag einen Karriereschub für sie bedeuten kann. Doch kaum am tropischen Stützpunkt angekommen, trifft sie auf Captain Andrew Jens und dessen selbstlose Planung, wie jedes Jahr Spenden an die umliegenden Insel während der Weihnachtszeit zu verteilen, was von Lebensmitteln über Spielzeug bis hin zu Bildungsgütern reicht. Doch kann eine solche Hilfe wirklich Verschwendung sein? Genau das wird Erica herausfinden müssen und dabei hinterfragen, wo genau eigentlich ihre Überzeugungen liegen. Alles Gute kommt von oben. Original Operation Christmas Drop geht 96 Minuten, hat eine Netflix-Altersfreigabeempfehlung von 6 Jahren und ist dort seit dem 5. November 2020 anschaubar. Ist eine Rom-Com, also Romantic Comedy, basierend auf wahren Begebenheiten, weil es nämlich diese Abwürfe von humanitären Gütern rund um diesen Stützpunkt tatsächlich gibt und das seit vielen Jahrzehnten. Und erzählt eben diese Geschichte mittendrin und der Frage, wie weit kann Politik gehen, um einen solchen Stützpunkt zu schließen, um im eigenen Wahlkreis irgendwie so zu agieren, als hätte man was Sinnvolles getan und inwiefern ist das Militär auch humanitär verantwortlich und das alles eben verpackt aus diesem Feeling von Weihnachten und Familie und gleichzeitig diesem tropischen Umland, was natürlich ein krasser Kontrast ist, was das Wetter angeht und dann wirklich auch so eine Urlaubsstimmung versetzen kann. Dazu noch das Thema Militär geparkt und mittendrin eben diese Frau, die so ein bisschen hinterfragt, ist ihr Job vielleicht eigentlich das Richtige und ein Captain, der so offenherzig ist, dass man so ein bisschen die Werbung für das Militär durchgehend bei diesem Film schon mitspürt. Und das ist oft immer auch so ein brenzliges Thema und darüber werden wir auch gleich nochmal reden, aber reden wir erst einmal über den Cast. Cat Graham als Erica ist eine Figur, die schon zu Beginn eigentlich relativ wenig verschlossen wirkt. Ihr winkt mit diesem Einsatz, zu diesem Stützpunkt zu gehen und herauszufinden, findet hier in irgendeiner Form Verschwendung statt und sie eigentlich mit ihrem Vater Weihnachten verbringen will und es da auch so eine Hintergrundgeschichte gibt, warum sie da eigentlich auch eine gewisse Verpflichtung mit sich bringt, bricht sie nun alles ab, weil die Karriere vielleicht doch manchmal wichtiger ist. Das glaubt man ihr nicht unbedingt, weil sie von Anfang an vom Charakter her schon etwas weich gezeichneter wirkt. Eine Figur, die eigentlich schnell zu faszinieren ist, von dem Guten im Menschen, was auch dazu sorgt oder dafür sorgt, dass dieser Film in vielen Teilen relativ konfliktarm ist und dieser Hauptkonflikt und Auftrag, der drüber schwebt, auch irgendwie nie so richtig ernst bzw. relativ generisch wirkt. Die Figur selber hat irgendwie etwas, ich sag mal, Nettes und dieser Teilblick, der irgendwie den Film nur darauf wirft, dass zwischenmenschlich zwischen ihr und Andrew vielleicht natürlich bei diesem Genre auch irgendwie noch mehr passieren kann, da ist der Film eben so klar aufgedröselt auf verschiedenste Themen, wenn man eben merkt, dass diese ganze Militärnummer doch so einen größeren Raum einnimmt und dieser Auftrag dahinter, dass es dann noch nicht dieses ganz typische Rom-Com-Feeling ist, was sich so in den Vordergrund drückt. Soll bedeuten, Cat Graham, die spielt das hier in Ordnung und auch genrekonform, aber die Figur gibt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel her. Bekommt ein paar Anhaltspunkte, ein bisschen Exposition. Ähnliches gilt auch für Alexander Ludwig als Andrew, der Captain mit dem guten Herz, so will man ihn mal nennen. Derjenige, der gerne zurücksteckt, der zwischen Kisten und Kartons wohnt, wenn es darum geht, seinen Platz erst einmal anderen freizugeben, der den Menschen im Umkreis helfen will. Grundsätzlich ein völlig guter Ansatz, aber es wirkt halt immer wieder so mit so Lines gedroppt wie, komm zum Militär, hier geht es irgendwie allen gut, hier ist das Wetter schön, hier kann man auch heiraten, auf dem Stützpunkt lebt es sich eigentlich ganz toll, auch wenn das Internet manchmal schlecht ist. Und das wirkt eben alles so ein bisschen schwierig, während eben so auf dieser anderen Ebene diese Geschichte zwischen Erica und Andrew so ein bisschen dahin wabert und sie gemeinsam ihre gute Mission haben und auch zusammen so entdecken, was eigentlich wirklich das Wichtige im Leben ist, wirkt das auch relativ vorhersehbar und dabei bleibt es dann auch, außer dass man zum Ende hin genrekonform zu einem Punkt kommt, wo ich denke, eigentlich hätte es das jetzt nicht gebraucht bei Alles Gute kommt von oben. Und dann gibt es noch Virginia Madsen als Kongressabgeordnete Bradford, quasi diejenige, die diesen Hauptauftrag leitet. Wir müssen herausfinden, ob wir diesen Stützpunkt irgendwie geschlossen bekommen, weil das würde mir politisch helfen. Und das wirkt natürlich relativ einfach konstruiert und auch sie als Figur, die dann immer wieder daran erinnert und an einem bestimmten Punkt eben vielleicht auch als Figur recht vorhersehbar ist, wie
wie sie sich entwickelt, wenn sie sich entwickelt, ist das absolut austauschbar. Und das ist so ein bisschen schade. Ist die Kameraarbeit ansonsten wirklich diese Schönheit dieses Ortes, dieser Insel einzufangen? Das sieht schön aus und da kann man sich so ein bisschen drin verlieren mit den satten Farben, wie genrekonform ist eingesetzt. So eben das, was man erwarten kann, ist das Szenenbild hier, eben diese Insel zu weiten Teilen, dieses tropische Gefilde im Pazifischen Ozean. Das erste Mal, dass Netflix auf dem Gelände, dem auf dem Territorium der USA in Guam einen Film produziert hat. Die Musik ist mir immer wieder mal ein bisschen zu verspielt und erwartbar drüber, sodass mir immer Gefühle suggeriert werden soll, die in der Seichtheit dieses Films manchmal so ein bisschen zu sehr untergehen. Kostüm und Make-up sind dann Uniformen oder Weihnachtselemente oder den Figuren angepasst. Im Falle von Erica eher von etwas strengerem Anzug, dann irgendwann wechseln zu luftiger, leichterer Bluse, was so ein bisschen auch unterstreicht, wenn dieser Charakter unterwandert wird und sich auch so ein bisschen eben mit ändert. Das ist nicht unbedingt gerade subtil gelungen, sind die Effekte zu großen Teilen handgemacht, weil man eben Zugriff auf sehr viel militärisches Material hat. Und da muss man immer wieder daran erinnern, dass Filme, wenn sie dann so sehr im Militär spielen, es sich auch immer lohnt, mal einen Abspann zu gucken, wem wird eigentlich alles gedankt. Auch hier wurde mit dem Außenministerium zusammengearbeitet. Das kann bei Filmen durchaus mal heißen, dass eben auch für die Imageaufbesserung des Militärs, weil man hat hier anscheinend Zugriff auf Militärmaschinen im Abspann, wird vielen Piloten, verschiedenen Einheiten gedankt. Und um so einen Look zu kreieren und solche Ressourcen zu bekommen, das stemmen Filme normalerweise nicht alleine. Ein gutes Beispiel in der Historie ist da immer Top Gun, wo dann die Rekrutierungszahlen nach Veröffentlichung des Films auch sehr hoch waren bei einem US-Militär. Und auch hier hat man dieses Gefühl, wir sind sehr human unterwegs und wir machen richtig gute Sachen. So ein bisschen wie, komm zum Militär und dein Leben wird schön. Dass dabei natürlich viele andere Dinge nicht beleuchtet werden, wofür Militär eigentlich da ist und was für Konflikte man damit schürt und was für Vormachtstellungen und so weiter und so fort, ist eigentlich ein ganz eigenes Thema. Man sollte das zumindest nur nicht unkritisch sehen, glaube ich. Und das auch bei einem Film, der vermeintlich nur eine Rom-Com ist und dahinter aber schon die Message hat, Militär ist eine gute Sache. Und gerade die Amis, die den Truppen ja immer danken, wenn es möglich ist, ist das auch nochmal so ein bisschen zumindest eine Sache, der man sich gewahr sein sollte, wenn man einen solchen Film schaut. Und dann schaut man ihn vielleicht auch mal ein bisschen anders, wenn man das im Hinterkopf hat. Zumindest im Abspann kann man ja auch mal nachlesen, wem man da letztendlich alles dankt und wo die Zusammenarbeit stattfindet. Und das kann auch gerne heißen, dass eben öffentlichkeitsarbeitende Bereiche für das US-Militär im Drehbuch dann gerne noch so ein bisschen korrigieren, in welche Richtung das Ganze gehen sollte, um wie dazustehen, weil man gibt dir natürlich auch Ressourcen und das nicht in wenigem Umfang. Was sich dann in den Effekten eben widerspiegelt, wenn das eben handgemacht wirkt, weil das eben alles vor Ort ist und mit echtem Militärmaterial an dieser Stelle. Es ist fast auch ironisch, wenn es in dem Film darum geht, ob man irgendwelche Ausgaben hat, die eigentlich nicht sinnvoll sind, während man damit einen Film produziert, wo man fragen kann, wie sinnvoll das ist. Auf jeden Fall am Ende sage ich zu diesem Film, dass er sehr wenig an Pseudokonflikte inne hat, die sonst auf den Rom-Coms vorkommen. Das finde ich eigentlich relativ angenehm. Der schaut sich auch entspannt weg. Und es ist eine süße Grundidee, weil das Ganze auch letztendlich auf einer wahren Tatsache beruht. Und das ist dann auch eine schöne Sache, wenn man dafür solche Streitkräfte und Ressourcen einsetzt, um den Menschen wirklich zu helfen. Insgesamt bleibt der Film aber sehr vorhersehbar. Und diese Militärthematik, die ist nicht unschwierig, wie ich finde. Und einmal gesehen, reicht mir der Film auch locker. Aber wer eine seichte Rom-Com mag, vielleicht auch ein bisschen kritisch hinterfragt, der kann sich bei Alles Gute kommt von oben okay aufgehoben fühlen. Kein Film, der wahnsinnig überrascht von mir, aber als Rom-Com noch 6 von 10 möglichen Punkten bekommt und insgesamt 5 von 10 möglichen Punkten. Und dann bin ich am Ende meiner Review zu Alles Gute kommt von oben. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.